Hallo, sind wir schon live? Das weiß ich nicht, Christopher, du weißt das. Haben wir gar nicht den Trailer gezeigt. Denn das muss ich jetzt Ja. nochmal einführen. Moment. So, jetzt einen Herz. Also es muss ja schon ein bisschen die Form gewahrt werden. Vor allen Dingen, wenn wir über die vier sprechen. Er muss Vor allem, wenn ich immer. so unscharf bin. Ja, das wird sich gleich ändern, Kirsten. Also, ihr braucht jetzt nicht zu wischen an eurem Bildschirm oder eure Brille putzen. Es ist tatsächlich so, Kirsten ist heute. Nicht so ganz scharf wie sonst. Und sie kann nichts dafür. Das ist das Wesentliche. Sie kann nichts dafür. Das liegt alles an mir. Ja. Und aber dafür ist sie schön blau. Und also das. Nein, oh Gott. Unscharf und blau. Danke für diese Einführung. Rot und Blau. Und natürlich nur die Farben, das ist wunderschön. Ich muss sagen, also dieses Blau ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist Danke eine sehr. wunderschöne Farbe und die steht hier hervorragend. Und Royales Blau, dachte ich heute bei der 4. ja, du dachtest das und du dachtest dafür möglicherweise, da werde ich dich schon aufs Glatteis führen, Kirsten. Pass nur auf. Kirsten hat nämlich noch nicht die Präsentation gesehen, die ich vorbereitet habe. Nur so viel. Sei schon mal verraten. Oh je. Ich werde dich herausfordern heute, aber das passt auch zu vier. Und ich habe heute noch keinen Kaffee getrunken. Das wird was. Na gut, ich stelle mich der Herausforderung. Christopher, leg los. Ich leg mal los. Herzlich willkommen da draußen nochmal, für viele von euch zum zweiten Mal, denn ihr habt ja schon den Eremiten aus dem Forest of Enchantment Tarot gehört. Der hat jetzt nicht so viel zu tun mit der Magie der vier, vielleicht doch ein bisschen, ich habe keine Ahnung. Kirsten könnte da bestimmt als Tarot-Expertin einen Zusammenhang herstellen zwischen der Zahl 4 und dem Eremiten. Fällt euch Ja, spontan was ein? bedingt. Eigentlich wirklich sehr bedingt Nur nur. bedingt, ne? Gut, insofern können wir das einfach mal abhaken. Wir haben natürlich, sind auf unserer Reise im Tarotgarten mit den kleinen Arkanen unterwegs. Zuletzt haben wir euch die Magie der 3 vorgestellt. Das heißt, die Dreierkarten, die Zahlenkarten, auch Augenkarten genannt, wie ich jetzt unlängst gelernt habe, Kirsten. Ja. Finde ich einen tollen Ausdruck, ehrlich gesagt, die Augenkarten. Warum sagt man das so selten? Also, weil aus meiner Sicht, ich dann immer das Gefühl hatte, die Karten würden mich anstarren. Ach du grobe Güte. Du nimmst das gleich persönlich. Natürlich. Ist Moment. Ah, ich muss ein bisschen Licht auf mich werfen. So. Weil, du siehst immer, wenn ich die Tasse hochnehme, dann verdunkelt sich alles. Ach du grobe Güte. Ich sage ja, heute bin ich irgendwie nicht so vorbereitet. Ich bin wie der Eremit aus meiner, in der Höhle beim Forest of Enchantment, sitzt er in seiner Höhle und so komme ich mir gerade vor. Ich bin nach München gekommen, aus meinem Dachsbau gekrochen und sitze jetzt hier mitten im Trubel. Du als Stadtwesen, du bist das natürlich gewöhnt, aber ich muss mich jetzt wieder langsam dran gewöhnen. Mal gucken, was die Magie der vier mit mir macht und ob sie mir helfen kann, mehr Stabilität in meinem Leben wieder zu gewinnen, mehr Struktur und Ordnung, ja, bessere Vorbereitungen von solchen Sachen natürlich. Und deswegen geht's gleich mal los. Ich frage mich, wann wir jetzt mal anfangen. Ja, ich sag schon, ich habe schon den Leuten vorhin gesagt, Kirsten, wie wir da so streng sein mit mir. Wir fangen an mit der vier. Was fällt dir dazu ein, liebe Kirsten, bei vier? Was fällt euch dazu ein? Hat das T-Quadrat in der Astrologie etwas mit der 4 zu tun? Ja, es ist ja ein Also Quadrat. vom Symbol her. Nicht unbedingt, aber vielleicht von der Bedeutung doch. Können wir ja vielleicht am Ende uns noch mal Ja, überlegen. also sagen wir mal so, das T-Quadrat ist ein Quadrat, dem eine Ecke fehlt. Das ist wie Ja. ein Tisch, müsst ihr euch vorstellen. Ein Tisch hat vier Beine. Nehmt bitte dem Tisch eine Ecke weg, ein Bein weg, dann wisst ihr, wie sich ein T-Quadrat anfühlt.
So in Ja. etwa. Ja. Ja. Und eine Gut. 4 sieht ja dann eigentlich auch gar nicht so stabil aus, wenn wir uns die 4 da mal ansehen. Nö, Dass von der die so Form stabil her. stehen kann, ist eigentlich ein Wunder. Ja, also was fällt mir zu der 4 ein, war jetzt deine Frage, ne? Also ich lese hier gerade im Chat noch einiges. Was euch zu der 4 eins fällt? Ja, die Stabilität, die 4 Elemente, 4 Gewind, 4 Jahreszeiten, 4-blättriges Kleeblatt, das Viereck, die Fräulein Rottenmeier-Karte. Was war das, Kirsten? ich habe das Osho Zen-Tarot geunboxed und ich habe eine echt doofe Karte gezogen. Aber ich und das Deck, wir werden halt nicht so unbedingt grün miteinander, glaube ich. Und jemand, die nette Daniela nannte es, glaube ich, die Fräulein Rottenmeier-Karte, die ich da gezogen habe. Das passt ja auch zu viel irgendwo, ne? Strenge und so, ne? Das war die Königin der Schwerter. Aber Frau wir schweifen schon wieder Rottenmeier. ab. Können wir mal jetzt beim Thema bleiben, Ja, bitte? das ist ja, eigentlich passt das gar nicht so viel, dieses dieses Abgeschweife, ne? Das ist Ja, so. wahrscheinlich haben wir beide ein Autoritätsproblem. Ja, da versuchen wir jetzt gerade irgendwie, Leute, glaubt uns, wir versuchen uns wirklich zusammenzureißen. Es ist so. Seht ihr das? Wie die Kirsten reißt sich jetzt gerade zusammen. So sieht das aus. Ich glaube, Kirsten, aus dir wird nie eine gute Fräulein Rottenmeier. Das wird Nein, nicht geschehen in diesem Leben. ich gebe mir Mühe. Gibst dir Mühe. Also, Gut, aber unter die vier Augen, anderen, sehr schön. unsere Leute da draußen sind ja sehr ernsthaft, kommen weiter mit den Stichworten zur 4, an denen es ja tatsächlich nicht mangelt. Und ja, was fällt mir jetzt abgesehen von davon ein, dass ich jetzt die 4 so sehe, ne, dass sie tatsächlich, obwohl sie ja als die Zahl des Stabilen gilt, als die Zahl, wie wir auch unsere Welt strukturieren. Deswegen haben wir ja so viele Begriffe hier gerade bekommen von den mit den Vieren. Trotzdem, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, trotzdem wirkt sie so instabil. Darauf wolltest du Genau, hinaus. trotzdem wirkt sie so instabil. Vielleicht ist das so, weil sie uns dazu auffordert, Stabilität und Herausforderungen zu schaffen. Das werden wir vielleicht später sehen, wenn du uns Tarotkarten zeigst, weil die 4 ja da auch immer so eingebaut ist in die Figur. Das werden wir sicherlich sehen. Nun möchte ich aber erst einmal ein bisschen mit der Zahlenspielerei beginnen und eine kleine Wiederholung machen. Wie wir hier sehen können, wir haben ja begonnen mit der 1, die mit dem Punkt verkörpert wird, oder durch den Punkt verkörpert wird. Haben daraus die 2 abgeleitet, und zwar als Verbindung zwischen zwei Punkten, Polarität, Dualität und so weiter. Das ist etwas, was wir hier an dieser Stelle bei der 2 gesehen haben. Aus der 1 wird die Begegnung. Dann folgt daraus die 3 und die 3 wiederum bildet die erste Fläche. Ja, wenn ihr das mal hier anschaut, dann seht ihr das hier abgebildet, das Dreieck. Und nun folgt gewissermaßen daraus ja eigentlich die 4. Und nun möchte man ganz spontan ein Viereck daraus machen, Kirsten, oder? Ja, also das wäre, wie es normalerweise zum Beispiel auch bei Pythagoras gemacht wird. Genau. Und ihr wisst ja, wir können aber auch die 4 woanders hinbringen. Ja, genau, das können wir auch tun. Und dann entsteht nämlich etwas aus der 3, wie von selbst entsteht die 4. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das ich letztes Mal schon gezeigt habe. Das ist dieses Bild hier. Das war das Bild der Trinität. Und die Trinität, da sehen wir eben Pater, Filius, Spiritus Sanctus und dazwischen immer die Linie Non Est, Non Est. Das ist alles theologischer Kram, braucht uns nicht zu interessieren. Aber in der Mitte ist Gott, Deus, der Gott. Also das heißt, aus der Dreiheit, das sind die 3 Aspekte des Göttlichen, entsteht eins. Und das ist praktisch der 4. Aspekt, wie von selbst. Deswegen ist die 4 nicht unbedingt immer das Quadrat. Und das finde ich wichtig. Warum? Zeige ich dir gleich im nächsten Bild. Da haben wir nämlich den sogenannten Tetraeder. Das ist ein aus 4 gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzter Körper. Das ist jetzt hier von oben betrachtet. Aber da unten siehst du das Element, dem der Tetraeder zugeordnet ist. Und das ist das Feuer.
Und zwar gehört es zu den sogenannten platonischen Körpern. Da werde ich mich mal in einer eigenen Folge in der Geheimnisakademie denen nochmal genauer widmen. Was sind platonische Körper und so weiter? Die werden aber auch den fünf Elementen zugeordnet, 4 plus 1. Und da gehört nämlich das Element Feuer dazu. Und warum ich das explizit erwähne, Kirsten, du ahnst es schon, weil Willst du auf Pyramiden hinaus? ich will auf Pyramiden hinaus, wobei eine Pyramide ja einen quadratischen Grundriss hat. Ja, aber es gibt zum Beispiel eine Crowley-Karte, die drei der Münzen, ne, wo genau dieses gezeigt wird. Wolltest du auf diese Karte hinaus? Gott, bin ich gut. Du bist hervorragend, Ich Kirsten. bin Du bist, großartig. nein, du bist einfach vom Fach. Was soll man erwarten? Ja? Du bist einfach vom Fach. Und wenn ihr, liebe Leute, das bis jetzt noch nicht gemerkt habt, wir haben mit Kirsten wahrscheinlich eine der großartigsten Tarot-Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Also, ich meine das jetzt mal im Ernst. Ja? Insofern, da denke ich einfach mal, Jäger, ungelogen. Also, ich meine, wenn man Kirsten nach irgendeiner Tarotkarte fragt, das ist wie wenn man einen Wasserhahn aufdreht. Ja? Das mal abgesehen davon. Danke, Christopher, das ist ja lieb von dir. Aber ich habe ihm auch was beizutragen und ich dachte mir, weil ich mir eben Gedanken gemacht habe zu vier und wir werden das gleich vertiefen, da ist hier eben dieses Tetraeder drin und das stammt übrigens von Kepler. Kepler hat dieses Bild in seinem Harmonices Mundi abgebildet und hat den Tetraeder mit dem Feuer in Verbindung gebracht. Und das ist für mich wichtig zu verstehen, dass es eben nicht nur das Quadrat ist, sondern dass es auch die Vorstufe zum Quadrat ist, das Tetraeder. Und ich habe euch ein Bild nochmal abgebracht, nämlich mitgebracht, das ist eigentlich eine dreidimensionale Figur. Aber genau da sind, das ist sozusagen ein nicht ein Würfel, zu dem kommen wir ja noch, sondern es ist tatsächlich eine Art Pyramide, allerdings eben nur mit drei gleichzeitigen Grundrissen. Das ist für mich ganz wichtig zu verstehen. Ja. Aber selbstverständlich gibt es eben auch die Magie der Vier, wenn man sie geometrisch darstellt in Form des Quadrats. Wobei im Quadrat schon die Fünf im Geiste angelegt ist. Ja? Das ist super interessant, wenn man sich mit geometrischen Formen beschäftigt, dass ihr könnt ein Quadrat malen, aber ihr habt automatisch schon die Fünf dabei. Ich habe das, glaube ich, schon mal erklärt, als wir über die zwei geredet haben. Als ich gesagt habe, dass man einen geschützten Raum öffnen kann in der Magie, wenn man Energie durch die Hände fließen lässt zum Gegenüber, wenn man es so lang fließen lässt und während man das tut, baut sich die drei auf, weil das Ganze kippt und man dann in einer Kugel steht. Und also wir können auch bei der drei sagen, das hast du ja gerade gezeigt, dass da auch schon die vier drin angelegt ist. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann können wir gleich noch mal kurz zur Kabbala springen, es sei denn, die kommt jetzt auch gleich noch, weil da ja der Lebensbaum genau dadurch entsteht, dass diese Energien immer in sich selbst schon das nächste tragen. Oh. Nur falls du denkst, ich wäre nicht vorbereitet. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf, zu diesem Baum des Lebens. Ich wollte einen kleinen Schritt zurückgehen, aber da kannst du es gleich nochmal darstellen, denn die 4 ist ja auch ein Schritt über den sogenannten Abyssos, über diesen Abgrund. Aber dazu gleich noch mehr. Nochmal zurück zum Quadrat. Im Quadrat mit seinen vier Ecken steckt natürlich der Raum, den das Quadrat einschließt, als fünftes Element bereits drinnen. Und das ist genau das, was ich meine. So wie im Dreieck das vierte, die vier drin steckt, steckt in der fünf, in der vier bereits die fünf. Und so setzt sich das eigentlich fort. Wir können im Grunde genommen das gar nicht so, das ist, finde ich, wenn man drüber nachdenkt, ein wahnsinnig spannender Aspekt. Jetzt werden wir Finde ich mal auch. tarotologisch und wir haben ja auch das letzte Mal schon damit begonnen, dass wir gar nicht uns erst die Viererkarten angeschaut haben, sondern den vierten Trumpf erstmal angeschaut haben. Und der vierte Trumpf, das ist natürlich hier unser Herrscher. Hier ist gerade noch eine Diskussion. Wenn ich mich nicht irre, dann ist der Tetraeder der Himmelsrichtung Süden zugeordnet und im Tarot den Stäben. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, ob da der Tetraeder im Tarot zugeordnet ist. Da muss ich mal passen. Ja gut, wenn du weißt, dass der Tetraeder dem Element Feuer entspricht,
dann ist logisch, dass es die Stäbe sein müssen und auch logisch, dass es der Süden ist, als die wärmste und hellste Himmelsrichtung. Ja, ganz so logisch ist es nicht, weil es gibt ja auch im Tarot Systeme, wo die Stäbe der Luft zugeordnet sind. Es ist ja Nein, sag nicht, bloß. ja, das kann passieren. Von daher, gut, Tatjana, wenn du da noch mal was zu hättest irgendwie, würde mich das interessieren, mal nachzulesen, weil das ist mir persönlich nicht bekannt. Vielleicht kannst du mir da eine E-Mail mal schicken oder so, das fände ich spannend. Ja. Ja, wir sind heute spooky, meint Marion. Ja, weil wir so gedankenübertragend miteinander arbeiten und ich werde hier auch gerade wieder so rausgebeamt. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich da bin. Guck mal, ich verschwimme immer mehr. Ich weiß schon, warum das so ist. Das ist dein Fischewesen, das Ah. immer gerne sich so so nebulös gibt, ja. Ja, da hast du recht. Ja, wir sind jetzt im Hintergrund haben wir jetzt ja den Herrscher. Und das ist aus einer Marseille-Variante. Und da sehen wir jetzt wieder die Zahl 4, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, ne? Weil wir sehen den Herrscher ganz oft dargestellt mit so überkreuzten Beinen. So als würde er die 4 nachmachen. Und vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Gedanken des T-Quadrates zurückkommen. Wir haben ja bei der 3 gesagt, es ist eine kreative Zahl. Auch mit dem Göttlichen verbunden und so weiter, dass man dann dass man jetzt in der 4 quasi das Thema Herausforderung, sich dem Stellen zu tun hat. Und ich kenne auch, also T-Quadrate entstehen ja dadurch, dass eine immer dieselbe Qualität der Planeten sich reibt, ne? Ich kenne auch ein schönes Bild dafür, wie so ein Quadrat allgemein gedeutet wird, dass man sagt, es ist immer wie, wenn man Beine übereinander schlägt. Man hält es eine Weile gut aus, es ist bequem, aber nach einer Weile kann man nicht mehr und muss es anders herum machen. Also die reiben sich immer gegenseitig, haben eigentlich die gleichen Kräfte, diese Energien, aber sie sind sich halt nicht so richtig grün. Und das ist vielleicht auch ein Thema, mit dem sich der Herrscher auseinandersetzen muss, denn der steht ja dafür, dass wir ja das Leben anpacken und es in irgendeiner Form für uns meistern. Ist das, sagen wir mal so, also was ich so vom Herrscher, wir haben ja eine sehr ausführliche Folge dazu bereits gemacht, natürlich im Rahmen des Tarotgarten, was ich noch in Erinnerung habe, er ist so einer, der auf der einen Seite ja oft dargestellt, also er steht oft für dieses Thema Tatkraft, Dynamik, Durchsetzungskraft, wird mit dem Widder in Verbindung gebracht, astrologisch, aber in der Darstellung ist er oft so ein alter Mann. Na, beim Wade Smith Tarot zum Beispiel, der eher so zurückgesunken in seinem steinernen Thron sitzt. Also da ist schon so eine, wie soll ich sagen, da ist ja schon noch eine Diskrepanz. Na? Also zumindest im Smith-Wade Tarot. Also wir werden gleich den Crowley noch sehen, den ich extra mal hervorgeholt habe, weil ich finde, da ist es anders. Ja, Aber. wobei auch beim Smith-Wade, da hat die Lilo Schwarz sehr schön bemerkt, dass das Gesicht des Herrschers jung ist. Es hat rote Wangen und sieht auch gar nicht faltig aus oder so. Nur er hat diesen weißen Bart, was sie so übersetzt, dass er halt sehr früh schon sehr viel verantworten muss. Und auch der Hintergrund der Karte ist ja ein ganz spezieller. Diese Farbe, die wir da sehen, sehen wir auf keiner anderen Karte. Und er eröffnet ja auch den Tierkreis sozusagen in den großen Arkanas, die erste Karte, die einem Tierkreiszeichen zugeordnet ist. Vorher werden nur Planeten vorgestellt, nur in Anführungsstrichen. Da sieht man schon auch diese widrige Energie, gegeben durch diese rote Farbe und diese zerstörten Felsen im Hintergrund, aus denen ja irgendwas erschaffen werden soll. Und vielleicht kann man dem Widder, darüber denke ich immer mehr nach, weil ich früher auch immer gesagt habe, das ist ja eigentlich eine Saturnkarte, vielleicht kann man dem Widder auch zumuten, dass er doch auch viel Verantwortung übernehmen kann. Oder es ist seine Herausforderung. Ich bin Naja, wieder man bei könnte diesem ja, Wort. astrologisch argumentieren, der Mars ist ja im Steinbock erhöht. Irgendwo verstehen sich die Prinzipien des Saturnischen und des Marsischen schon,
auch wenn sie vordergründig erstmal, klar, Widder und Steinbock stehen Quadrat zueinander im Tierkreis. Aber ich finde, das gehört alles in dieses Thema der Vier mit hinein. Da ist Reibung, da ist Spannung, da ist auf der einen Seite Feuer und da ist auf der anderen Seite aber auch Stabilität. Und ich finde, deswegen habe ich mir mal die Crowley-Karte auch vorgenommen. Und ich finde, an keiner anderen kann man das so gut darstellen, denn er hat eigentlich nur Rottöne genommen. Und deswegen das Thema Feuer, Tetraeder, also nicht nur das Quadrat, das ja mit der Erde in Verbindung gebracht wird. Und damit vielleicht eher was Bleiernes, Irdisches von der Farbgebung her verlangen würde. Aber hier hat die Vier das Feuer des Tetraeders. Also das heißt, die feurige Kraft, die da drinnen vorhanden ist. Ja, und es ist eine kabbalistische Farbgebung. Also wenn man die Trümpfe alle anordnet in einer bestimmten Form, die auf den hebräischen Buchstaben basiert, die diesen Karten zugeordnet sind, dann erkennt man, dass die Farbgebung was mit dem Farbton der Buchstaben zu tun hat. Okay, interessant. Das werden wir ja dann in unserem Kabbala-Kurs, der ja in der, ich glaube, am 17. Mai beginnt. Ich weiß, ihr wartet alle schon sehnsüchtig darauf, aber Ich erst. was, du auch, Kirsten? Ich bin schon ganz aufgeregt, weil Christopher macht ja das Konzept, ne? Und das wird dann so ähnlich ablaufen wie heute. Ich muss dann immer raten, was ich als nächstes zu sagen habe. Ich verspreche dir, Kirsten, ich werde ganz unfischig und sehr steinböckig sein. Na gut. Aber so ein gut Ding braucht Weile, es braucht einfach Vorbereitung. Ich sitze hier noch in meiner Dachsbauhöhle. Ich zücke jetzt schon nochmal die Karte des Eremiten aus dem Forest of Enchantment Tarot. Ich sitze da noch und gucke ins Feuer und denke mir, was man alles tolle Dinge machen kann. Ne? Dabei habe ich gerade in einem Astrologiebuch gelesen, was ich ganz witzig finde, dass der Steinbock als Freund derjenige ist, der immer die besten Partys kennt. Und ich hatte da eigentlich so ein bisschen drauf gehofft, wenn ich jetzt nach München komme, dich besuchen, dass du mir. Kirsten, du wirst eher das hier vorfinden. Ja. Eieiei, ich Ja. bleib zu Hause. Aber mal sehen, was ich tun kann. Ne? Ich Aber du weiß ja merkst, schon, wir schweifen schon wieder ab ich irgendwie, schweife ne? schon wieder Also, ab. Also, ja. das ist so unser Autoritätsproblem. Du hast es echt gut erkannt. Ich wollte euch aber nochmal das, was Kirsten vorhin schon angedeutet hat, an der Karte demonstrieren. Ich habe das nämlich sehr gut vorbereitet. Unglaublich, wie weitsichtig ich bin. Und ich möchte dazu jetzt gerne noch mal einen Gedanken von Viola einwerfen, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass er auf dem linken Bein steht, ne? Auch so jung ist, weil er früh Verantwortung für andere auch übernehmen muss, finde ich auch noch mal einen wichtigen Aspekt. Und das linke Bein, das gilt ja so als das unbewusste Bein. Jetzt kann man sich fragen, steht er auf dem linken Bein, weil er unbewusst eine Stabilität immer wieder sucht oder muss er auf dem linken Bein stehen, damit er das rechte, was ja so als das, ja, die rechte Seite gilt ja als die bewusste, bewegliche Seite bei vielen Menschen, bei den meisten Menschen, damit er dieses Bein frei hat, ne? Was ist denn das Spielbein und was ist das Tanzbein? Ich weiß es nie. Ich wusste Tanzbein nicht, ist dass das es ein rechte oder das Spiel linke? und ein Tanzbein gibt. Also, ich dachte, sowas weißt du. Du bist doch Ballettkennerin. Ja, da tanzt man mit beiden Beinen. Ach so. Es gibt das Spiel und das Tanzbein. Das ist, ihr kennt das bestimmt da draußen. Bitte sagt, dass ihr das kennt, diese Ausdrücke. Und das Tanzbein schwingen, kennst du doch auch den Ausdruck? Ja, Eben. aber da habe ich nie gedacht, dass man da nur eins schwingt. Also, ich habe Okay. Also, in jedem Fall, das bestätigen wir bitte noch und dann bitte auch noch, ist das linke oder das rechte Bein eher das Spiel des Tanzbein? Das würde ich gerne mal einfach mal auf die Reihe bekommen. Ich habe hier so eine rechts-links-Schwäche. Kommt drauf an, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Spielbein Genau. ist in der Kunst. Aha. So, wir kommen jetzt mal, während ihr, je nachdem, ob man links oder rechts schießt. Genau, beim Fußball gibt es das. Du musst deinen Sohn fragen, Kirsten. Er spielt gerade Fußball, ich werde ihn nachher scharf Das ist das befragen. Spielbein ist mit dem man schießt, und das Tanzbein ist mit dem Stand und Spielbein. Danke, Yvonne, du hast mich gerettet. Es heißt gar nicht Spiel und Tanzbein, es heißt Spiel und Standbein. So, jetzt haben wir es.
Kirsten muss sich schon die Schläfen reiben. Das du hast es, du hast es. Dankeschön. Danke, liebe Yvonne. Rechtshänder stehen meist auf dem rechten Bein, das linke ist dann das Spielbein. So ist es. Also, dein Sohn wird dich aufklären. So. Du hast einfach was Falsches behauptet. Da muss mich mein Sohn nicht aufklären. Wir kommen zum Baum des Lebens. Da kenne ich mich definitiv besser aus. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Und ich habe hier mal im Baum des Lebens, das brauchen wir gar nicht so sehr zu vertiefen, die Nummer 4, das gehört dann alles in unserem Kabbalah-Kurs hinein, da werden wir das ziemlich ausführlich machen. Da haben wir die Nummer, habe ich die Nummer 4, das ist die Position mit dem Namen Chesed. Genau. Das stimmt. Und es ist die Eröffnung der zweiten Triade des Lebensbaumes. Der ist ja in Triaden unter anderem aufgeteilt, auch in auch in Dualitäten, aber auch halt in diese Dreierformationen. Und es ist quasi so, dass man sich vorstellen kann, dass die oberen drei Sephirot umklappen und dadurch dann die nächsten drei, die oberen drei spiegeln. Das macht die in der Mitte, die Tiferet, zu der besonders dem Abglanz Gottes entsprechenden, da werden wir dann bei der 6 drüber reden, aber die 4 spiegelt quasi Chokmah. Und Chokmah ist ja die Qualität der 2, über die wir auch schon geredet haben, die man vielleicht auch mit der Hohepriesterinnenqualität verbinden kann. Und da ist es ganz interessant, sich zu überlegen, inwieweit die 2 sich in der 4 spiegelt. Gut, da kann man sehr leicht zahlenmäßig eine Verbindung herstellen. Ne? 2 mal 2 ist 4, 2 plus 2 ist 4. Also das ist 2 hoch 2 ist 4. 2 hoch 2 ist 4. Also da ist eindeutig eine starke Verbindung zwischen diesen beiden Zahlen. Aber inwieweit die Hohepriesterin etwas mit dem Herrscher zu tun hat, da könnt ihr euch ja da draußen auch nochmal kluge Gedanken machen und sie in die Kommentare schreiben. Und Lucien Jano hat natürlich mittlerweile aufgeklärt, was Spielbein und Standbein ist. Dankeschön, das war die Definition, die ich gesucht habe. Und ja, man muss einfach, das ist das Tolle daran bei unserer Community, man muss einfach nur fragen. Und irgendeiner genau. weiß es. Also wir sind einfach alles schlaue Leute und das finde ich wirklich, wirklich ehrlich toll. Also dass ja, man, ich auch. Dass wir auch, dass wir unsere Wissen, dass wir Kirsten und ich Mut zur Lücke haben dürfen. Wenn ich noch mal ganz kurz auf die auf das, was wir da sehen, zurückkomme, diese Sephira Chesed, die hat schon so ein bisschen vergessen, dass es über ihr etwas gibt, so wird das gerne erklärt, und sieht sich daher gerne als ein Schöpfer. Und das ist noch mal ganz interessant, wenn man das mit der Qualität des Herrschers in Verbindung bringt. Und du hast ja eben auch dieses Bild gehabt, dass Dreiecks, aus dem sich dann etwas hocharbeitet, ne? Und vielleicht denkt, also das ist ja auch alles eine göttliche Grundenergie, aus der sich dann etwas im wahrsten Sinne des Wortes herausarbeitet, was auch wieder göttlich ist. Aber vielleicht ist sich das bei seinem Höhenflug gar nicht mehr bewusst, woraus es seine Kraft schöpft. Also diese Grundenergie finde ich beim Herrscher ganz wichtig, auch wenn wir uns darüber Gedanken machen, was er alles mit der Hohepriesterin zu tun hat, weil der Herrscher ja so die Karte ist, die so für das absolut Irdische im Hier und Jetzt verwurzelt sein und bloß nicht über das Praktische hinausdenkende, ins Göttliche gehende steht. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn ich an diese feurige Qualität denke, die ja auch dem Herrscher zugeordnet ist, relativiert sich das ein bisschen. Weil das Feurige ist ja traditionell eigentlich auch das Visionäre. Ne? Also wie gesagt, wir haben da irgendwie beides drin in der Überlieferung. Und was man vielleicht auch noch zu Chesed sagen kann, ist, dass sie natürlich die erste Sephira ist, die jenseits des Abyssos, des Abgrundes liegt. Ihr seht ja da so eine Kluft zwischen den oberen dreien und da denkt man, da fehlt doch was, ne? Da fehlt etwas. Und manchmal wird das sogar dargestellt, das ist aber nicht ganz richtig, wie ich finde. Es ist eigentlich da fehlt eigentlich keine Sephira. Es wird Da'at genannt manchmal, es wird mit dem Abgrund in Verbindung gebracht, Abyssos.
Das ist die Schwelle vom rein Göttlichen ins Materielle, könnte man vielleicht sagen. Kirsten, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn rede. Also von der Sphäre des rein Göttlichen in die Sphäre des Materiellen, des Weltlichen, wird hier überschritten. Und das ist eben das, was einfach die Vier auch verkörpert. Sie ist der erste Schritt vom Abstrakten ins Konkrete. Ja. Und da hast du recht. Manchmal vergisst das Konkrete, dass es eine geistige Form gibt, aus der sie geschaffen wurde. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften manchmal unterscheidet, dass die Geisteswissenschaften über die Form hinter einer Sache nachdenkt und vielleicht abstrakte Prinzipien entwickelt, während die Naturwissenschaften sagen, ich glaube nur das, was ich sehen kann. Ich muss da jetzt witzigerweise dran denken, ich habe mit der Christine gestern ja die erste Folge gemacht über Kryptozoologie, also das heißt über geheimnisvolle Tierwesen, die es nicht geben dürfte. Und da haben wir über das Ungeheuer von Loch Ness gesprochen. Und Christine hat so die klare Viererposition eingenommen. Ne? Sie ist Zoologin, ich weiß nicht, Christine, da, du bist da. Christine ist die Zoologin, die Biologin und dieses fantastische Element, gibt es die Nessie wirklich oder gibt es es nicht und so weiter. Da hat sie natürlich gesagt, nein, das geht nicht wegen und das ist das und in der Biologie kann niemals. Das sind so die Vierer, ja. Oder? Oder fantasiere ich da jetzt blöd rum? Ja, also für mich sind Vierer nicht unbedingt nur wissenschaftlich. Ich weiß gar nicht, ob sie also nur nach der Wissenschaft handeln, aber sie sind auf jeden Fall faktisch, ja, und sie sind praktisch veranlagt. Also es ist, was ist jetzt wichtig? Die setzen die Prioritäten und philosophieren nicht lange. Ja, sind die Macher, würde ich sagen. Und doch Und ist gerade im Machen und wenn wir das englische Wort Action dazu nehmen, auch das Feuer mit drinnen. Also es ist nicht nur, das sind eben, da ist vielleicht das feurige Element so wichtig. Es geht eben nicht nur darum, Stabilität zu erringen, sondern auch sie, also Stabilität zu haben, sondern sie auch zu erringen, zu schaffen. Das Schöpferische ist schon mit drinnen. ja. Und Viola hat hier natürlich, ich frage mich, Viola, ob du ein Herrscher bist. Du schreibst hier ganze Romane. hat natürlich auch noch wichtig, was wir noch gar nicht so sehr hineinbringen, ist der Führer, den ein Herrscher auch darstellt. Ne? Also er sagt, da geht es jetzt lang. Und tatsächlich haben wir ja in der aktuellen Zeit, in der wir leben, wirklich ein Führungsproblem auf so vielen Ebenen. Und all das, was wir gerade in der Politik, in welchem Land auch immer erleben, auch heute wieder spannendes Thema in Frankreich, das lehrt uns ganz viel über den Herrscher und über die Vier und über einerseits das, wofür die Vier da ist, nämlich uns Stabilität und Führung zu geben und aber auch die Hybris der Vier, die halt wirklich denkt, sie ist allmächtig an manchen Stellen, an vielen Stellen Ich leider. meine, Viola schreibt ja auch, ich habe die vier und du beginnst ja mit dem Buchstaben der vier, also da gibt es viele Zusammenhänge. Und natürlich muss ich auch Christine noch zusätzlich zitieren, die natürlich schreibt, und wir kamen im Gespräch darauf, wie wichtig zum Beispiel diese Wesen für unsere Seele ist. Also das heißt, natürlich ist Christine bist du als Naturwissenschaftlerin erstmal der Vier verpflichtet, aber wie ich schon sagte, in der Vier liegt ja schon die Fünf. Also das heißt, da geht es ja schon immer eins weiter. Und ich glaube, dass du natürlich auch, dadurch, dass du natürlich Naturtherapeutin bist und dich mit der Seele beschäftigst, begreifst, dass man aus dem Zustand der Vier in den Zustand der Fünf kommt, wo wieder Bewegung hineinkommt und auch die seelische Bewegung mit drinnen ist. Das ist natürlich weiter. Aber ich erlebe oft Naturwissenschaftler, und ich meine, wir haben das ja in den letzten Monaten zu Genüge betrachtet, wenn du dich immer nur nach den Naturwissenschaften richtest, dann fehlt etwas. Und das, was dann fehlt, das ist das, was vielleicht auch der Vier fehlt. Ja. Aber schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt mal die kleinen Arkana mitgebracht. Und wir fangen mal an hier mit den vier der Stäben. Wir sind hier in einem Marseilla-Tarot. Ich habe es mal einfacher gemacht. Da können wir relativ zügig durchgehen, weil Ja, ich
finde da die Bildhaftigkeit jetzt nicht so. Ja, das Problem ist, dass man mit den Stäben nicht so wahnsinnig viel machen kann, weil die so extrem lang sind, ebenso wie die Schwerter, und wir immer wieder auf die gleiche Form stoßen werden. Im Tarot de Marseille, es gibt dann immer kleinere Unterschiede, die dann auch, wenn ihr euch ein Crawley-Deck nehmt, der ist ja sehr stark sich mit den, die Marseille spiegelt, nochmal beschäftigt. Da gibt es übrigens auch ein anderes gutes Tarot, was Königsfurt Urania herausgebracht hat, dieses Keymaster Tarot, was man, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigen möchte, gut nehmen kann, weil wir da sowohl diese Marseille-Karten als auch Bilder drauf haben. Also es ist ganz inspirierend, finde ich, um sich da nochmal über die Strukturen Gedanken zu machen. Aber was das Wichtige ist, ist natürlich dieser stabile Kern, der hier entsteht, dadurch, dass sich diese Dinge kreuzen und die 2, die ja für Dualität steht, ne, könnte dann hier zusammengebracht werden. Es könnte eine Karte sein, die sagt Kompromissbereitschaft, ne, Dinge zusammenbringen. Kurt hat gestern in seinem Kurt erklärt Tarot übrigens über die 4 der Stäbe referiert, wenn ihr euch das nochmal ansehen möchtet. Eine sehr tiefgründige Diskussion ist entstanden mit der Fräulein Rottenmeier. Und ja, also es kann für Kompromisse stehen, aus denen dann etwas erblüht. Ne? Wir sehen ja hier, dass da etwas daraus erwächst. Es kann für eine Befriedung stehen. Und es ist ja im Waite-Smith-Tarot und auch in anderen Decks meistens eine freudvolle Karte der Begegnung. Ist das so? Ja, ich finde zum Beispiel die Karte bei im Druidcraft total schön, wo wir so ein Lagerfeuer sehen. Da ist noch niemand da, aber dieses Lagerfeuer ist da und da kann man sich dann hinsetzen und gemeinsam überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Ich finde auch, was man hier sieht, natürlich ist, dass die Zahl 4 ein Kreuz ergibt. Das ist auch etwas Interessantes, wie ich finde. Da kommen wir dann noch drauf, dass das 4 und die Kreuz, das Kreuz mit seinen 4 Armen natürlich eine Entsprechung hat. Hier ist es natürlich eher so ein Andreaskreuz. Aber auch das Thema, die 5 ist schon angelegt, ne? Denn es gibt immer den fünften Punkt und der ist derjenige, der dann in der Mitte entsteht. Ja. Schauen wir mal weiter. Wir haben noch, willst du was sagen dazu? Ich wollte nur sagen, dass die Luisa geschrieben hat, dass Herrscher sprechen oft in der Mehrzahl. Ich glaube, sie sprechen öfter in der Mannform. Also, weil sie ja auch für die Regeln und Strukturen zuständig sind. Ne? Mann sollte das so machen. Man weiß ja nicht, man tut es so. Müsst ihr mal darauf achten, also wann wir in Mannformen und wann wir in Ich-Formen verfallen. Und der Herrscher ist definitiv eher die Mannform. Möglicherweise bezieht sich sie aber auch auf den Pluralis Majestatis, so dieses Wir. Ne? Ja, klar. So, und das finde ich interessant deshalb, weil Wir natürlich auch nach 4 klingt. Ich erlaube mir mal zu spekulieren. Und 4 klingt nach viele. Also da gibt es auch einen Zusammenhang. Und wir sagen ja 1, 2, 3, viele. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das heißt, ab der 4 entsteht bei uns tatsächlich so ein Bewusstsein von viele. Und wenn du an das sogenannte Tetraktys denkst, der Pythagoreer, da hast du 1, 2, 3 und mit der 4 hört es auf, weil es dann schon in die 10 übergeht. Bitte vergesst das gleich wieder, da kommen wir noch drauf. Tetraktys ist pythagoreische Zahlenmystik, da kommen wir dann bei der Zahl 10 dazu. So viel sei schon mal verraten, warum in der 4 die 10 steckt. Weißt du das Ja, zumindest? natürlich weiß ich Ja, das. eben, du weißt das. Also du hast gerade so irritiert geguckt und ich dachte mir, jetzt müsste ich dich darüber aufklären, aber das kann ich mir fast gar nicht Ich vorstellen. war nur so irritiert, dass du schon das Konzept für die 10 hast. Ich bin meiner Zeit Und weit voraus. naja, aber auf der anderen Seite kündigst du auch manchmal Dinge an, die dann nicht passieren. Deswegen Ja, bin ich aber sehr gespannt. ich streue das Erinnert jetzt ihn auch dran, hinein, erinnert ihn damit dran. du bist ja jemand, die merkt sich das und erinnert mich dann dran. Ja, so Das ist ist das. total korrekt. Aber Tetraktys würde ich nie vergessen. Das finde ich ein total spannendes Konzept. Ja, ich lese hier gerade noch parallel so ein bisschen mit. So, jetzt haben wir hier schon die 4 der Kelche. Da haben wir natürlich einfach 4 Kelche abgebildet.
Aber auch hier bildet sich schon in der Mitte die 5 heraus. Ne? Also auch da. Ich erlaube mir mal, da so ein bisschen schneller durchzugehen. Es sei denn, du möchtest zu vieler Kelche jetzt was sagen dazu. Nein, Nein. also der Gedanke bei allen Vierern ist eigentlich derselbe, ne? Die Elemente verbinden sich in einer Form miteinander. Das sieht man jetzt auch gerade wieder sehr stark hier bei den Schwertern. Und hier haben wir aber sogar zwei Kompromisspunkte sozusagen. Bei den Stäben gab es ja nur eine Schnittstelle und daraus entsteht etwas. Diese Karte hat ja später dann auch den Untertitel Waffenruhe zum Beispiel bekommen. Also könnten wir alle echt mal gut gebrauchen, aber mal sehen. Ja, und dann natürlich hier die 4 der Münzen, die ich besonders interessant finde, weil wir bei der Zahl 4 ja eben häufig das Thema, dass wir die Zahl 4 haben mit Stabilität und Erde verbinden und natürlich die Münzen, Pentakel oder wie auch immer ihr sie nennen wollt, auch in die gleiche Richtung gehen. Und da ist auch interessanterweise so ein Wappen in der Mitte mit 3 Lilien drauf. Ja, und es erinnert schon sehr stark an die Crawley-Karte, finde ich, die Vier der Münzen, Ja. die ja auch eine ganz spannende Karte ist. Also wer das Crawley-Deck noch nicht kennt, schaut es euch doch wirklich mal an, weil ich total schön finde, wie da aus den Bildern der Marseille-Karten so neue Visionen erdacht werden. Und die Vier der Münzen, Vier der Scheiben bei Crawley ist eine Karte, wo man eine Festung von oben sieht mit ihren vier Türmen. Und die ist ja übrigens auch der Sonne im Steinbock zugeordnet. Ne? Kommt noch, Kirsten, du wirst sehen, ich habe diese Karte vorbereitet. Oh, verdammt. Dann mach weiter. Ich möchte noch kurz auf Uli eingehen. Uli schreibt, ist das nicht die 5, ab der es viele sind? Die 4 kann man ohne zählen auf einen Blick erkennen. Ab der 5 zählt man daher auch die 4 Striche und die 5 streicht sie durch auf der Stricherliste. Ja, ich beziehe mich da auf die Systematik der Pythagoreer, die sagen 1, 2, 3, 4 und ab der 4 beginnt sozusagen eigentlich die 1 wieder. Zählt mal alle Zahlen von 1 bis 4 zusammen. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ihr bekommt die 10. Die Quersumme von der 10 ist die 1. Und so haben die Pythagoreer gesagt, beginnt mit der 4 immer wieder ein Zyklus von vorne. Ja, die 5 ist sozusagen schon eins drüber. Das heißt, in der Manifestationslehre der Pythagoreer, aus der 1 kommt die 2, aus der 2 kommt die 3, aus der 3 kommt die 4 und in der 4 steckt schon die Vielheit drinnen und deswegen beginnt der Schöpfungsprozess wieder von vorne. Darauf bezieht sich das. Aber du hast natürlich völlig recht. Für uns Menschen ist ab 4 Schluss. Mehr wie 4 Dinge kann sich ein Mensch nicht merken. Naja, also ich finde, Uli hat auch insofern in Sachen Tarot recht, weil die 5, über die wir dann ein nächstes Mal sprechen werden, das ist die erste Karte der großen Arkana, wo mehrere Menschen drauf abgebildet sind. Und wo wir aufhören zu zählen. Weiß ich nicht, aber ich nicht. Du nicht, aber du bist ja auch geübt. Ich muss ja zählen. Alle Leute, die das Wochentaroskop sehen, wissen, dass ich mich da oft schwer tue mit dem Zählen. Aber es muss sein. Aber du schlägst dich tapfer. Ich schlage mich sehr tapfer. Deswegen gehen wir auch einen Schritt Ah. zurück. Und das ist das, worüber du vorhin schon prophetisch Referiert drauf habe. eingegangen bist. Deine prophetischen Kräfte waren geweckt, denn die Crawley-Karte zeigt tatsächlich, aber wir sind jetzt bei den Dreiern noch. Also ich habe jetzt hier nochmal die Dreier, weil ich finde, man versteht das besser, die Viererkarte, wenn man nochmal auf die Dreier sich erinnert. Und tatsächlich der Tetraeder, der taucht bei der 3 der Münzen von Crawley auf. Das hast du ja vorhin schon erwähnt. Und ich habe natürlich jetzt parallel die Smith-Waite-Variante dazu getan. Da tauchen natürlich die 3 der Münzen ebenfalls auf. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Die Karte wird mit Arbeit in Verbindung gebracht, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, sie hat den Untertitel Arbeit.
Es ist Mars im Steinbock. Mars im Steinbock. Und wir kommen jetzt sozusagen auf die nächste Gruppierung. Achtet mal auf den Wandel. Wenn wir nämlich hier ich liebe diese Karte von Freda Harris, die Karte, die Crowley entworfen hat wohl. Aber sie ist tatsächlich noch einmal, dieses Feurige ist natürlich noch einmal drinnen. Klar, Sonne im Steinbock, du hast es schon erwähnt, aber feuriger Untergrund, und darauf sitzt sozusagen diese quadratische Struktur, diese Art Burg, die man von oben sieht, mit den vier Elementensymbolen auf den vier Ecktürmen. Mich erinnert sie ein bisschen so an das, was man oft sieht, wenn so ein Vulkan ausbricht und auf der fließenden, glühenden, roten Lava schwimmen schon die ersten festen Brocken des dunklen Gesteins, das da so durchschimmert. Daran erinnert sie mich immer wieder. Die sind da drin. Ja, und auch da ist die 4 schon in der 5 angelegt, weil wenn wir uns dann die 5 bei Crowley ansehen, da sehen wir, dass dieses helle Licht durch das Hinderliche durchbrechen will. Und hier ist es aber alles noch sehr schützend, bewahrend und absichernd, ne? Ja, wie so ein heiliger Bezirk. Man könnte sich das wie so eine Tempelstätte vorstellen, wie auf dem Tempelberg. Also Ja. so, und oben drinnen ist das Fünfte, ist hier noch geistig angelegt. Es ist noch leer. Aber natürlich ist es nicht leer im Sinne von, da ist nichts, sondern es ist nur als Prinzip vorhanden. Ja? Und wie anders ist da eigentlich die Smith-Waite-Variante? Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erklären, wieso hier dieser, da ist der Herrscher wieder da, könnte man jetzt sagen, aber der wirkt irgendwie ein bisschen miesepetrig. Also ich kann eher nur meine Interpretation der Karte geben. Ich bin mir sicher, andere werden andere Interpretationen haben. Aber zum einen sehen wir, da wir jetzt hier an der Erde sind, die extremste irdische Ausprägung des Herrschers auf dieser Karte. Und wir sehen auch, dass der Herrscher, der ja bei Wade Smith vor Felsen sitzt, dass da eine Stadt entstanden ist. Also da ist etwas wirklich konkret erwachsen aus der Arbeit, die er gemacht hat. Und einerseits sehen wir hier jetzt jemanden, der dann, obwohl diese Stadt da ist, obwohl die vielen da sind, einsam ist in irgendeiner Form. Als Führer ist man meistens einsam. Es ist selten, dass man ja, dass man viele Menschen um sich hat, die freundschaftlich mit einem verbunden sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass er zu sehr für mich an seiner Sicherheit hängt. Ne? Auch ein Thema, was uns alle gerade sehr beschäftigt. Wir hängen an unseren Sicherheiten, wir hängen an unserem Wohlstand und das macht uns einsamer. Es geht darum, zu teilen, auch sicher bei dieser Karte. Aber auf der anderen Seite steht diese Karte auch dafür, dass es Zeiten gibt, wo wir genau uns so verhalten müssen, wo wir uns absichern müssen. Es wird auch gerne gesagt, dass er sich von den lebenswichtigen Prinzipien abschneidet, weil er seine Chakren quasi mit Münzen verschließt, Kopf, Füße, Solarplexus, Herz. Aber auf der anderen Seite gibt es, nehmen wir die Corona-Zeiten, Momente im Leben, wo man das bewusst tut, bewusst tun will, bewusst tun muss, um ja nicht in ja zu sehr von anderen etwas abzubekommen. Und was ich immer sehr spannend finde noch ist, wie er die Münze hält. Ja, so. Das erinnert mich daran, dass er jemand ist, der sein eigenes Schicksal kontrollieren kann. Denn für mich ist diese Mütze in der Mitte ein Verweis auf das Rad des Schicksals, die 10. Und die kann ja in beide Richtungen drehen. Und wenn wir Wade Smith kennen, wissen wir, dass es sehr wichtig ist, dass sich das Rad auf dem Rad des Schicksals in beide Richtungen drehen kann, um seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Ich finde, dass in dieser Position eigentlich alles enthalten ist. Das Festhalten, er steht auf den Münzen, aber auch, es ist das Fundament. Dann in der Mitte, da ist was Bewegliches. Ne? Es kann gedreht werden. Und oben haben wir etwas Offenes. Ne? Also die Münze oben könnte man als Deckel sehen, aber auch als Verbindung nach oben. In dieser Karte, die ich als sehr ungleichgewichtig interessanterweise empfinde, weil diese Figur so tief, also die füllt das Bild nicht aus. Was oben ist mir zu viel Freiraum. Also so. Das ist aber sicherlich beabsichtigt, dass man eben merkt, da oben ist noch Luft nach oben.
Das entspricht ungefähr dem, was vielleicht in der crowleyanischen Variante der Innenraum dieser Art Tempelanlage ist. Na, das Spirituelle vielleicht, das fünfte Element, die Quinta Essentia, die schwingt damit. Damit sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema, nämlich was uns bei der Zahl 4 noch so einfällt. Und ich habe mir hier so ein alchemistisches Bild mitgebracht, die vier Elemente-Damen, die wir hier sehen können. So hat man sie sich manchmal vorgestellt, die vier Elemente nebeneinander aufgereiht. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Hier in der Reihenfolge jetzt Erde, Wasser, Luft und Feuer nach der Schwere sortiert. Also das schwerste Element auf Kirstens Seite, das leichteste Element auf meiner Seite. Was Halt. nur Zufall ist. Ja. Genau. Also so hat man es dargestellt. Interessanterweise, die vier Elemente werden mit Dreiecken dargestellt. Also das heißt, da haben wir wieder diesen Bezug aufeinander. Aber es gibt noch andere Darstellungen. Ich finde die hier noch viel spannender. Wir sehen hier so wer ist es? Ein Magier, ein Alchemist oder was auch immer, der sozusagen die vier Elemente ausbalancieren muss. Ne? Also er ist mit einem Fuß steht er auf dem Wasser, mit dem anderen auf der Erde. Dann hat er Richtung Sonne einen Feuerball in der Hand und Richtung Mond so was Luftiges, so ein blasendes Pustewindgesicht. Also da sieht man, dass die vier Elemente gar nicht so statisch sind, sondern dass sie etwas sind, was immer wieder in Balance gebracht werden muss. Ja? Und zwar durch ein fünftes Element, nämlich das ist in dem Fall der Mensch selbst. Also wir sind diejenigen, die die vier Elemente in Balance bringen. Finde ich ein ziemlich starkes Bild. Ist toll, ja. Ja, dass eben nicht so einfach nur vier Bausteine sind. Elementum heißt ja Baustein, wenn man es mal übersetzt. Und das verleitet uns oft zu dem Gedanken, dass das so wie vier Substanzen sind, die man einfach zusammenköcheln muss. Nein, man muss sie in Balance bringen. Und dieses in Balance bringen, das ist ein großer Akt, der in der Alchemie ja am Anfang aller Arbeit steht. Bringe die vier Elemente in die richtige, also Rectificando heißt das in der Vitriolformel, bringen sie sozusagen ins Gleichgewicht, gleiche sie aus, ins richtige Verhältnis zueinander. Ja, da sind wir wieder beim T-Quadrat, finde ich, bei Ja. diesem Bild. Und ich finde es auch nochmal spannend, weil wenn wir uns den Magier im Tarot ansehen, die Eins, ne, der hantiert ja gar nicht mit den Elementen, er hat sie nur vor sich auf dem Tisch legen. Und er ist eher ein geistiges Prinzip, ne? Er arbeitet mit oben und unten. Und dann ist der Herrscher eigentlich weitergedacht, der Magier, der im Hier und Jetzt dann tatsächlich mit diesen Elementen arbeitet. Ja, und das finde ich ganz spannend. Das sieht man eigentlich im Grunde genommen hier sehr gut. Es braucht diesen fünften und ist das vielleicht der Herrscher sogar, könnte man sagen, der die Elemente beherrscht. Aber das Beherrschen heißt nicht, ich verfüge darüber, sondern es heißt, ich beherrsche sozusagen, also wie wir auch sagen, man beherrscht eine gute Körperbeherrschung haben, ne? Zum Beispiel. Das hat ja jetzt nichts mit, ich herrsche darüber, sondern die richtige Spannung aufrechtzuerhalten, das Richtige zur rechten Zeit zu tun. Da kommen wir schon in eine Art und Weise, wie wir den Herrscher noch anders verstehen können, als einfach einen, der von oben nach unten regiert. Ja, also klar, der Herrscher wird auch als der Herr der vier Welten betrachtet, ne? Und da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass er sich als auch manchmal als besonders großartig fühlt. Das ist dann wieder die Gegenseite. Aber wenn wir den Herrscher in einer Legung ziehen, heißt es ja auch ganz oft, meistere, beherrsche dein Leben. Und da habe ich schon das nächste Bild dazu gebracht. Wir sehen hier tatsächlich in einer, wie ich finde, sehr schönen Darstellung Jesus als den, der das fünfte Element hat. Er steht auch auf einer Kugel. Da merkt man auch, das ist so auf einer Kugel stehen. Ja, das verlangt schon einige Körperbeherrschung. Und auch er kann die vier Elemente zusammenbringen. Da finde ich ein interessantes Bild, das aus einer Zeit stammt, in der man versuchte in der Theologie noch viele andere Strömungen mit zu verbinden und natürlich auch altes Wissen dann eingeflossen ist. Ich habe das auch mal so dargestellt und da sieht man wieder die vier Elemente, die in einem Zyklus auch gedacht werden können. Und da kommen wir schon genau in diesem Bild auf
einen anderen Aspekt. Die vier Elemente sind eben nicht nur statisch als Elemente zu verstehen, als Bausteine zu verstehen, als Substanzen zu verstehen, sondern auch zyklisch in einer Reihenfolge zu verstehen. Und da kommen wir nun auf das Thema der vier, die ein Ordnungsschema verkörpert. Und wenn wir mal anfangen mit diesem Bild, dann sehen wir, dass die Zahl 4 eine Ordnungsstruktur uns anbietet, die mit Hilfe des Kreuz gezogen wird. Also eine Einheit wird in vier Segmente eingeteilt. Das ist für mich hier, diese Abbildung ist für mich diese vier Kuchenstücke, die vier Sektoren, die vier Quadranten in der Astrologie. Überall, wo wir sowas haben, haben wir das. Es ist auf der einen Seite natürlich auch genau dieses Symbol, das Symbol der Sonne. Damit sind wir wieder beim Thema Herrscher. Die Sonne im Mittelpunkt, das Licht im Mittelpunkt, Sonne im Steinbock hatten wir bei der 4 der Münzen. Also eine steht im Mittelpunkt und er hat die 4 drumherum. Ja. Da wird der Kirsten gleich kalt. Ja, mir wird gerade etwas kühl. Obwohl die Sonne scheint, liebe Kirsten. Ja, ich bin halt wahrscheinlich in den Wechseljahren oder sowas, keine Ahnung. Genau, daran wird es liegen. So, jetzt kommen wir mal nochmal zurück und natürlich haben wir das Thema des Kreuzes, was natürlich auch ich habe jetzt hier einfach jede Menge Kreuze und Kreuzformen aufgelistet, spielt es überhaupt keine Rolle, da möchte ich gar nicht so unbedingt näher drauf eingehen. Aber das Kreuz spielt natürlich eine große Rolle, gerade das gleichschenkliche Kreuz als Sonnensymbol, interessanterweise. Ob das die Swastika ist, ob das das Malteserkreuz ist und so weiter. Wir haben immer die Symbolik der Sonne auch im Hintergrund dabei. Interessant, dass die Sonne, das Feurige, oft durch ein Kreuz im Kreis verkörpert wird. Denkt an das keltische Kreuz und so weiter. Da haben wir immer diese Vierteilung drinnen. Und Spannend, ja. diese Vierteilung, die haben wir natürlich logischerweise in den Himmelsrichtungen, die vier Himmelsrichtungen, das habt ihr schon gesagt, als großartiges Ordnungsprinzip. Ist schon gefallen als Thema zur Orientierung. Die 4 hilft uns bei der Orientierung, aber eben nicht nur im Raum, sondern wie hier zum Beispiel Grundriss von München. Es ist nicht selten, dass eine Stadt in Viertel eingeteilt ist. Wir sprechen ja heute noch vom Viertel. Und ich meine, wenn man das mal wörtlich nimmt, das Viertel ist eigentlich immer nur ein Ganzes geteilt durch 4. Also auch wenn München viele Viertel hat, die ursprünglichen 4 Viertel der Stadt, die sind heute noch im Stadtbild sichtbar. Und das ist bei den meisten Städten so, dass sie an der Kreuzung zweier Straßen entstehen und dadurch sich natürlicherweise 4 Viertel entstehen. Ich glaube, in Hamburg ist das nicht anders, oder? Genau, ja, da haben wir das ganz genau so. Also wenn wir auf den Domplatz gehen, wird das auch dargestellt, diese Vierviertelung. Aber ich habe tatsächlich über das Wort Viertel in dem Zusammenhang noch nicht nachgedacht. Das ist spannend. Ja. Also es gibt kein, also es heißt tatsächlich in unserer Sprache ja Viertel, weil es von diesen ursprünglichen Viertel, von der ursprünglichen Viertelung kommt. Und da Und was steckt. war dann, welches Element war für was zuständig in diesen Vierteln? Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich meine, in München könnte man jetzt sagen, das Angerviertel, das ist das Element Erde. Das Kreuzviertel wäre meines Erachtens das Element Luft. Und das Hackenviertel Element Wasser und die Gragenau wäre das Element Feuer, weil da der Herrschersitz war. Ja, also Also die Angerviertel. Handwerker sind Erde, die Ja, die Herrscher Bauern sind. sind es eher. Die Bauern und Landwirke waren im Angerviertel. Hackenviertel, das ist für mich Element Wasser, das sind die Handwerker. Und im Kreuzviertel, na, man könnte auch hier die Luft nehmen. Im Kreuzviertel war der Klerus, das könnte das Element Wasser sein. Es könnte aber auch das Element Luft sein. Je nachdem, ob man es eher mit Spiritualität oder mit Seelenpflege zu tun hat. Ja, das könnte man in Hamburg auch nachvollziehen, ne? Wir hatten das geistliche Viertel, wo das Rathaus ist. Wir hatten die Bauern Richtung Jacobi. Der Herrschersitz war ja eher die Neustadt dann. Also da waren ja die Schauenburger und die Handwerker waren, ja, doch, das kann man sogar sehr gut nachvollziehen. Ja, also ich glaube, Ja, dass das so auf ein der anderen Seite Grundprinzip. der Bauern. Wenn wir wissen ja von München und ich glaube von Hamburg wissen wir es auch von vielen Städten, dass diese mittelalterlichen Städte ja auch geplant wurden. Also die wurden ja nicht einfach nur in die Landschaft gesetzt,
sondern da steckt auch eine Planung drin, auch wenn wir das heute nicht mehr so sehen oder wenn man es nicht so wahrnehmen kann, weil es so zufällig wirkt. Aber das stimmt nicht. Das weiß man heute, dass da viel Planung ist, mit Zirkel und Lineal gearbeitet wurde, mehr als wir uns heute vorstellen können, um eine gewisse Ordnung hineinzubringen. Da haben wir ein wichtiges Prinzip. Innerhalb dieses als, jetzt denkt mal, idealtypischerweise eines Kreises, an einen Kreis. Innerhalb dieses Kreises muss Ordnung herrschen. Und da wird natürlich das Prinzip der Vier immer wieder durchgespielt. Die Außerhalb des Quadratur Kreises, des die Kreises. Quadratur des Kreises, ganz genau. Und im außerhalb dieses Kreises herrscht Chaos. Na, da war die Wildnis, das Wilde, das Umland. Und deswegen brauchte man auch die starken Mauern. Denkt an die Crowley-Karte. Na, die Mauern, die dafür sorgen, dass im Inneren Ordnung entstehen kann, aufgebaut werden kann. Außenrum ist die Wildnis, aber wir bauen eine Mauer drumherum, damit die Wildnis nicht unsere Ordnung angreifen kann. Schlangenelixier und Bärenstärke nennt auch noch Hogwarts und Jerusalem. Bei Hogwarts kenne ich mich nicht so aus, aber Jerusalem, klar. Also, das ist das Grundprinzip der Stadt. Und deswegen ist es ja interessant, dass beim Smith-Waite-Tarot ja auch die Stadt im Hintergrund sichtbar wird. Na, die Stadt als urtypisch mit den Vierteln und Stadtmauern in Verbindung gebracht wird, oder? Das finde ich passt dann noch mal ganz gut zur Welt, ja, weil die ja auch immer mit den vier Elementen dargestellt wird. Und es fällt mir jetzt bei Jerusalem ein, es gibt ja auch Karten, wo Jerusalem abgebildet wird auf der Welt. Ah ja, stimmt. Ist Und das im Solabusca-Tarot, ist das, glaube ich, so, ne? ja, auch im Visconti, Im soweit ich Visconti ist es mitbekommen auch, ja, genau. Ja, habe. Genau. spannend. Ja. Ne? Also Gott, ist das da ist viel philosophisch. angelegt. Ne? Ja. Siehst du, schon sprudelt es wieder. Aber es gibt eben nicht nur diese räumliche Orientierung, die räumliche Ordnung, sondern es gibt natürlich auch die zeitliche Ordnung, die wir aus der Astrologie natürlich kennen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind hier mit den Tierkreiszeichen in Verbindung. Die vier Quadranten spielen da eine Rolle. Das Ganze ist natürlich auch mit den vier Quadranten des Häuserkreises, mit den vier Tageszeiten in Verbindung zu bringen, die natürlich astronomische Markpunkte haben. Wir haben natürlich die Tag- und Nachtgleichen und die Sonnenwenden als Markierungspunkt für die Wende. Die heißen ja auch die Zeichen, die daran sind, also Widder, Krebs, Waage und Steinbock nennen sich auch kardinale Zeichen. Von Cardo, die Türangel aus dem Lateinischen, weil dort sozusagen eine neue Tür betreten wird. Und so entstehen ganz natürlich vier Kardinalpunkte, die wiederum natürlich die vier Viertel der Jahreszeiten ergeben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für morgens, mittags, abends, nachts. Ja? Mitternacht, Mittagspunkt. Auch festgelegte astronomische Punkte, die einen natürlichen Rhythmus uns Menschen liefern, so wie die vier Himmelsrichtungen. Also, die vier ordnet unser Leben. Das war übrigens schon mein letztes Bild, Kirsten. Schon. Ja. Du hast das sehr schön gemacht, lieber Christopher. Vielen Dank Vielen Dank. dafür. Alle, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich nicht so mit dem Herrscher immer ganz grün bin. Es ist eine Karte, an der ich mich sehr abgearbeitet habe. Ich finde aber, ich habe heute wieder ganz viele neue Gedanken dazu, die ich alle sehr interessant finde und inspirierend und die in meine kommenden Arbeiten einfließen werden. Ach, das ist doch wunderbar. Und so wird natürlich für uns diese Serie über die Tarotkarten, das war sie schon, als wir über die großen Arkane gesprochen haben, für uns beide immer wieder auch zu einem Quell der Inspiration für uns selbst. Und da Ganz merkt genau. ihr, Wissen ist fließend. Wissen will angewandt werden, will sozusagen gelebt werden. Und ich glaube, auch das passt zur Vier. In dem Moment, wo wir Wissen weitergeben, wo wir glauben, schon alles in uns geordnet haben, in dem Moment, wo wir es weitergeben, verändert es sich ja auch schon wieder. Damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, nämlich der 5 angekommen, die, wie ihr jetzt schon mehrfach gehört habt, in der 4 bereits angelegt ist. Aber wir gehen da schon systematisch vor. Die 5 wird unser nächstes Thema sein. Wann es sein wird, das werdet ihr erfahren, wenn ihr den Kanal abonniert habt, entweder die Geheimnisakademie oder die Mantika, im besten Fall beides. Kirsten, gibt es noch irgendwas zu sagen?
Nein, ich denke, wir haben alles gesagt. Genau. Ich muss ganz kurz eine Kunstpause einlegen. Also wir haben sicher nicht alles gesagt, aber wir haben viel gesagt. Und ich bin gerade noch am Überlegen, ob irgendwas fehlt. In dieser Serie orakeln wir ja nicht, ne? Das machen wir irgendwo anders. Ich war gerade am Überlegen, aber das bringt ja auch, glaube ich, gar nicht so viel zu orakeln. Du Doch, gehst ja gleich klar, noch mal live, ne? ich bin um 12 Uhr bin ich noch mal live. Wir haben eigentlich schon immer georakelt. Haben wir? Ja. Hast du zufällige Orakelkarten dabei? Lass uns doch ein spontanes Live-Orakel machen. Ein spontanes Live-Orakel. Naja, also ich habe mir, während wir geredet haben, dazu schon Gedanken gemacht und ich finde, der Herrscher hat ja die Aufgabe, im Hier und Jetzt zu sein, dass ich jetzt einfach zu dem Osho-Zen-Tarot greife. Ach du grobe Güte, wo du doch so auf Kriegsfuß stehst, aber es passt ja vielleicht. Genau, guck mal, es ist auch so schön in vier Teile geteilt, der Titel. Und dann werde ich das Modern Witch Tarot nehmen, weil es einfach neben mir liegt und ich auch mit ihm auf dem Kriegsfuß stehe. Sehr gut. Ach, jetzt doch. Ja, ich habe beschlossen, ich stehe auf dem Kriegsfuß. Wir haben so unsere Decks. Was fragen wir denn? Also ihr dürft euch jetzt einfach für Kirsten oder mich entscheiden. Ihr wisst, wie das Spiel geht. Ihr habt einfach irgendein Thema für euch, das vielleicht mit dem Thema Ordnung zu tun hat oder sonst irgendetwas oder Ordnung in euer Leben bringen. Und wir ziehen jetzt einen Impuls. Entweder du entscheidest dich für Christopher oder du entscheidest dich für Kirsten. Und das soll dein Impuls sein, wie du etwas mehr Ordnung in dein Leben bringst. Oder? Was Gut. hältst du davon, Kirsten? Ja, und alle Sannyasins, die jetzt zuschauen, verzeihen mir, wenn ich das Bild nicht sofort interpretieren kann. Und ein Rottenmeier nimmt den Kampf auf. Genau. Ich stelle mich jeder Herausforderung. Und ich ziehe jetzt eine Karte, die eine Antwort darauf geben soll, wie ihr mich gewählt habt, auch etwas, was ein Herrscher erleben darf, ne? Im besten Fall, wenn es eine Demokratie gibt, mit der ihr einen Hinweis bekommt, wie ihr euer Thema angehen könnt. Und ja, ihr werdet alle sehr zufrieden sein, wie Moment, ihr Moment, mich. Kirsten, ich habe noch nicht gezogen. Oh. Also, ihr werdet alle zufrieden sein, dann wählen die dich ja alle. Ich weiß halt, wie Bin man schon. Wahlen gewinnt. Ja, ich weiß. Moment. Ich bin ja übrigens auch eine Ach. Herrscherin, fällt mir ein. Ich bin ja schon ja, fast 10 Jahre Vorstandsvorsitzende. Die Herrscherin des Tarotverband. Genau. Wenn das die Leute vom Tarotverband hören. Also ich muss jetzt sagen, Kirsten, auch wenn ihr mich wählt, ihr könnt auch sehr zufrieden sein. Ja, ein paar werden ja schon aus Widerstand der Führungsfigur gegenüber dich wählen. So, also, was hast du, Kirsten? Ui, ja, ich toppe, finde ich. Ich habe einen Trumpf, ne? Der Trumpf Ja, sticht. die Liebenden, und die Karte kann ich sogar gut interpretieren. Also, eure Antwort ist: Was ihr nicht alleine stemmt, da holt ihr euch bitte Hilfe zu, ne, und macht es in der Gemeinschaft mit Menschen, die ja, euch verstehen, euch unterstützen und gerne mit euch zusammen sind. Nicht etwas tun, weil ihr es befehlt, wie ein Herrscher das manchmal tut, sondern ein guter Herrscher greift das auf, was die Menschen bewegt und baut es mit ihnen zusammen in der Realität auf. Also habt euch lieb und Ja, Merkur geht ja heute oder na, nächste Woche geht er in die Zwillinge, ne? Die Karte ist den Zwillingen zugeordnet, passt hervorragend.
Also, Kommuniziert liebevoll. ich habe hier die 10 der Münzen und das ist ja für mich eine, es ist ja für mich die letzte Karte im Tarot. Also zumindest liegt sie oft als letzte in den Tarot-Decks. Man kann sich ja streiten, was ist die letzte Karte und was ist sie nicht. Aber für mich ist es sozusagen die Vollendung der Vollendung. Und wir sehen hier auch, finde ich, ja, Modern Witch Tarot finde ich die Darstellung gar nicht so schlecht. Wir sehen es modern, wir sehen hier, alle Generationen sind vorhanden, es sind die Tiere sind da, alle finden zusammen und das Ganze hat ja, wenn ihr mal seht, den Baum des Lebens auch. Ich glaube, das ist im Smith-Waite-Tarot sowieso der Fall. Da wird also auf die Gesamtheit, also ich glaube, es ist für mich die Karte des großen Erfolgs. Es ist die Karte, dass Ordnung in euer Leben zu bringen euch gelingen wird. Also vielleicht ist das eher so die Deutung. Könntest du mir noch helfen? Wie würdest du denn die Karte als Aktionsimpuls verstehen? Für mich ist da eigentlich kein Aktionsimpuls drinnen. Also genauso wie, wie bei mir geht es ja um Gemeinschaft. Ja. Ne? Es ist die Karte, die Reichtum heißt, die mit Malkut verbunden wird. Deswegen sind die Bilder, die Münzen auch nicht integriert, wie sie normalerweise integriert sind, haben wir bei den 4 der Münzen gerade gesehen, sondern das ist praktisch die Ausgangskarte. Das eigentlich ist die erste Karte aus unserer Perspektive, in der wir aufgefordert sind, eben nicht nur das Irdische zu betrachten und uns um unseren kleinen Familienclan zu kümmern, der da abgebildet ist, sondern bei der 10 ist ja immer Veränderung mit angesagt, sondern zu schauen, wie wir aus dem materiellen Wohlstand, die diese Karte auch darstellt, eine Belebung erfahren können, um nicht nur uns selbst, sondern auch anderen was Gutes zu tun, weil wir sonst stagnieren. Also das ist meine Buddenbrock-Karte. Die in Buddenbrocks geht es ja eigentlich um den Verfall einer Familie, eben weil sie sehr viel Reichtum hat, aber es nicht schafft, diesen Reichtum auch in verändernden Zeiten weiter zu erhalten, weil sie halt zu sehr klammert. Also das heißt sozusagen, wenn ich an den König, der auf der Karte 4 der Münzen bei Smith-Waite abgebildet ist, denke, der sollte mal von seinen Münzen aufstehen, seine Münzen mal loslassen und was damit anfangen. Genau. Also man würde sagen, Ordnung entsteht mit dieser Karte dadurch, dass man von dem, was man hat, etwas in die Welt entlässt, damit es sich weiter vermehren möge. Man gibt den Zehnten ab. Man gibt den Zehnten ab. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Kirsten. Ich glaube, Meine ihr habt Schicht. eure Ordnungsimpulse. Wir sehen uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt, um 12 wieder hier auf dem Kanal der Geheimnisakademie mit Roy, dem Mantiker, und mir zum Thema traditionelle Orakelkarten. Und da geht es um den Kind und das Geistliche. Da bin ich schon sehr neugierig drauf. Ihr wisst ja, traditionelle Orakelkarten, ich habe keine Ahnung, Roy ganz viel. Und deswegen freue ich mich schon auf das Gespräch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Kirsten, gibt es von dir heute noch irgendwas von den Mantikern? Wenn ihr am Abend vor eurer Tagesschau oder was immer ihr dann seht, Langeweile habt, dann schaltet doch um 19 Uhr ein. Da gibt es das mantische Wochentaroskop. Das dürfen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. So viel steht fest. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie es dem Steinbock gehen wird. Ja, für den Das haben wir natürlich immer nur gute nur gute Karten. Worte. Ja, nur gute Karten. Wird dein Mann wieder dabei sein? Mein Mann wird, wenn du ihn nicht fertig machst, gleich Schwer möglich. wieder dabei sein. Gut. Ja, es ist immer, man merkt schon, wenn Ruhe die Karten zieht bei einem Wochentaroskop, das ist irgendwie schon immer anders. Wir Ich kann lassen ja uns die Karten überraschen. schon so Das ist das Schöne interpretieren. daran. Wir wissen es einfach jetzt noch nicht. Und insofern viel Spaß euch auf alle Fälle und wir sehen und wir hören uns ganz bald. Dir, liebe Kirsten, nochmal ganz herzlichen Dank für alles. Danke dir, danke euch allen da draußen und wir sehen uns bald wieder.
Thank you.